Gut, 14 Uhr, fangen wir an. Vielleicht haben wir viel vor, weiß ich noch nicht. Kommt drauf an, wie wir die Zeit schaffen. Notred ist heute ein Vortrag von mir. Ich habe zwei Untertitel gewählt, der Fluss der Dinge. Warum ich den gewählt habe, vielleicht wird es einem später nochmal deutlich. Und für die Nicht-Nerds, klickt ihr dein Internet der Dinge zusammen. Mal sehen, ob wir das auch in einer kleinen Demo dann auch hinbekommen. Gut, vielleicht drei Worte zu mir. Ich bin im richtigen Leben auch Softwareentwickler, in einem Maschinenbaubetrieb und schreibe so ein bisschen PPS-Software bzw. MES-Software, nennt sich das heutzutage. Und ja, da muss man sich so vorstellen, so FTS-Geräte, also führerlose Transportsysteme, die durch die Gegend fahren, Regalfahrzeuge, so ein Zeugs mache ich da. Gut, bei meiner Freizeit kann ich es dann auch nicht sein lassen und spiele ein bisschen mit Hardware und Software rum. Linux betreibe ich seit 1995, da könnte man jetzt mein Alter ableiten. Und ich komme aus Brandenburg, dort gibt es eine, also aus der Stadt Brandenburg, und dort gibt es eine Brandenburger Linux User Group, deren Mitbegründer ich bin. Und da unten sieht man noch meine E-Mail-Adresse. Wenn es Fragen gibt, einfach so zwischendurch. Und wenn ich sie beantworten kann, dann beantworte ich sie auch. Gut, das Problem. Internet of Things, Internet der Dinge. Jedes Ding, was man da irgendwo in diesem Internet der Dinge verknüpfen möchte, das hat so seine eigene API, hat seine eigene Hardware. Jeder Dienst, den man dort einbinden möchte, hat auch seine eigenen Schnittstellen. Und jedes Mal, wenn man dann irgendeine Internet der Dinge-Lösung implementieren möchte, dann muss man sich immer wieder mit diesen Schnittstellen auseinandersetzen. Sei es jetzt eine serielle Schnittstelle, sei es eine MQTT-Schnittstelle, sei es eine, keine Ahnung, irgendeine Hardware-Schnittstelle. Man muss sich jedes Mal wieder einen Kopf drüber machen. Und das kostet sehr viel Zeit, darüber nachzudenken, wie man das wieder verknüpft und wie man da ein Programm draus macht und so weiter und so fort. Und eine Lösung könnte sein, ein Baukasten. Baukasten in dem Sinne, dass diese ganzen APIs, die man dann irgendwo hat, bei jedem Gerät, bei jedem Dienst, bei jedem irgendwas, dass die im Prinzip schon irgendwo implementiert sind, in Bausteinen zusammengefasst werden und dass sich diese Bausteine, ich habe es jetzt normalisiert genannt, unterhalten. Also sprich mit einem standardisierten Protokoll oder wie man auch möchte, also mit irgendeinem standardisierten Verfahren. Und ja, und dann braucht man ja einfach nur noch die Dinge zusammenstecken. Und da könnte eben halt Node-RED eine Lösung sein. Ich hoffe, deswegen seid ihr auch alle hier, um das mal zu sehen, wie das geht. Hat jemand denn überhaupt schon mal was mit Node-RED gemacht? Aha, okay. Gut, dann kann ich ja erzählen, was ich möchte. Gut, Baukasten. Also, ich weiß nicht, ob jemand auf der Internetseite ein Programmheft gelesen hat, meinen längeren Abstract dazu. Ich bin ja Softwareentwickler und ich sage mir, Baukasten, das ist irgendwas für kleine Kinder, die da irgendwas zusammenstecken. Also da jetzt symbolisch mal diese Bausteine dazu. Und ja, ich bin Programmierer. Wieso da irgendwas zusammenstecken und machen und tun? Und ich bin mehrmals darüber gestolpert, über so Node-RED, wenn ich mich mit Internet der Dinge oder mit anderem Zeugs, mit Sensoren beschäftigt habe oder auch mit Visualisierung von irgendwelchen Daten. Und dann dachte ich mir, okay, man guckt sich das einfach mal an und schmeißt es dann weg und sagt, man muss sich nie wieder damit beschäftigen. War dann aber dem nicht so gewesen. Also ich fand es dann schon ganz interessant, dass man da irgendwas zusammenstecken kann, auch noch ein bisschen Code schreiben kann. Ein Beispiel werde ich dann vielleicht auch zeigen, ein Dreizeiler. Und doch relativ schnell zu Dingen kommen kann, wo man vielleicht sonst immer ein, zwei Nächte rumprogrammiert hat und sich geärgert hat, hat man vielleicht in 10 Minuten schon zusammengesteckt. Deswegen Node-RED. Und ich will jetzt nicht sagen, ich bin überzeugter Node-RED-Anwender, aber ich finde, also diese Einstiegshürde bei dieser ganzen Geschichte ist relativ niedrig und auch mit minimalen Kenntnissen beziehungsweise so ein kleines Grundverständnis über Algorithmen und so eine Geschichten kann man da schon sehr mächtige Anwendungen schreiben und man muss da nicht unbedingt Programmierer sein. Deswegen ist auch dieser Vortrag entstanden, um einfach mal euch ein bisschen anzufixen,
Das könnte mal so eine Geschichte sein, wo man mal ganz schnell mal was machen kann. Das ist so der Inhalt des Vortrages. Irgendwann ab der Mitte dieses Foliensatzes werde ich dann eine Demo machen. Also der Foliensatz geht dann zwar noch weiter, ich habe es einfach mit ein paar Bildern nochmal angereichert, falls man danach nochmal lesen möchte. Aber letztendlich soll es dann eigentlich so ab der Mitte des Vortrages eine Live-Demo werden. Und dann können wir mal gucken, ob wir irgendwas Sinnvolles zusammenklicken können im Node-RED. Okay, ein paar Kennzahlen zu Node-RED. Das erste Release kam irgendwann 2013 raus, wurde von IBM geschrieben oder von zwei Entwicklern von IBM. Ist mittlerweile Open Source, steht unter Apache-Lizenz. Und ja, manche Leute werden jetzt sagen, JavaScript, aber ja, basiert eben halt auf Node.js und damit ist es auch plattformübergreifend. Also dort, wo man Node-RED installiert, das muss nicht ein Linux-Server sein oder irgendwas, das kann auch eine Windows-Kiste sein oder eine macOS-Kiste oder irgendwas. Und ja, überall da, wo es Node.js gibt, kann man auch Node-RED machen. Das ist eine browserbasierte Entwicklungsumgebung, das werde ich dir nachher auch zeigen. Und deswegen auch Fluss der Dinge in dem einen Untertitel, basiert auf dem Konzept der Datenflussprogrammierung. Kann jemand was damit anfangen? Genau, deswegen auch, jetzt kommt jetzt noch das Bild dazu. Also die Daten fließen von Block zu Block, genau. Man muss sich vorstellen, da dieses Eingangsnode, also diese Vierecke, die werden als Nodes bezeichnet unter Node-RED, generieren irgendwelche Daten, verarbeiten irgendwelche Daten und reichen die dann einfach zum nächsten Node weiter. Und dann kann man so einen wunderschönen Datenfluss zusammenstellen, zusammenklicken, verbinden, machen, tun. Das ist dann vielleicht auch ein Beispiel, was wir dann vielleicht nachher dann machen. Das bedeutet Datenflussprogrammierung. Ja, also zusammenfassend, was Node-RED ist, es ist also im Prinzip ein Baukasten zum Zusammensetzen von Anwendungen via Drag and Drop und meiner Meinung auch ideal für Prototyping. Also ich habe ein paar Bekannte, die benutzen das auch in der Firma mal, um ganz schnell mal so einen Prototyp zusammenzuklicken, auf den sie dann später irgendeine Applikation aufsetzen oder auf Grundlage dieses Prototyps dann eine Applikation erstellen. Also man kommt da relativ schnell zum Ziel, kann bestimmte Dinge ausprobieren, ob es dann sinnvoll ist, da was zu machen und wie man es machen könnte. Deswegen Prototyping. Ja, ideal zum Implementieren von einfachen Abläufen. Man kann auch komplizierte Abläufe machen, wenn man es dann noch irgendwann mal überschaut, da diesen ganzen Datenfluss. Ist einfach zu erweitern. Also sprich, es gibt bei der Grundinstallation von Node-RED, ich sage mal 100 Nodes vielleicht, so im Standard, wenn man sich das installiert. Aber wenn man so im Internet schaut, ich zeige dann nachher auch, wenn ich es nicht vergesse, wo man das dann machen kann unter Node-RED, gibt es mittlerweile, ich habe gestern, glaube ich, mal reingeguckt, über 1500 Erweiterungen, mit denen man sein Node-RED erweitern kann. Ja, und einer der Entwickler sagte, es ist mehr als ein Baukasten zum Zusammenstellen von Web-Oberflächen. Also man kann eben halt noch mehr machen als eine Web-Oberfläche. Was Node-RED nicht ist, man sollte nicht auf die Idee kommen, unternehmenskritische Anwendungen damit zu schreiben. Also ich meine, gut, das Risiko muss jeder selber tragen, aber ich würde es nicht machen. Okay. Da kommt jetzt wieder diese komische Folie, wo ich sage, ich bin ja ein Programmier-Nerd. Also ich hab dann da schon irgendwo Bedenken, sowas Zusammengeklicktes bei unternehmenskritischen Prozessen irgendwie zu benutzen. Also ich habe ja vorhin gerade zum Beispiel gesagt, Lagersteuerung, führerlose Transportsysteme. Also ich würde nie dort im Bauch eines FTS, also eines führerlosen Transportsystems, ein Node-RED installieren und das Ding damit steuern. Ja, also man könnte über so einen Roboter, der da so groß ist und im Wohnzimmer hin und her fährt, darüber könnte man noch diskutieren. Das habe ich vielleicht auch noch mal vor, wenn ich lustig bin. Aber da jetzt wirklich, nee, weiß ich nicht. Also kein gutes Bauchgefühl, genau. Okay, also man muss es ja irgendwann installieren. Das ist jetzt mal so der Weg für ein Debian oder für ein Ubuntu. Man installiert sich zuerst Node.js und NPM, also diesen Node Package Manager, per apt.
bei anderen Distributionen mit Sicherheit mit irgendeinem anderen Tool. Und dann innerhalb des NPMs oder mit dem NPM installiert man dann Node-RED. Da sind so der Zweizeiler. Es dauert dann ein bisschen, vor allen Dingen die Geschichte hier. Man sollte eine Internetverbindung haben, also ja, gerade bei diesem Befehl wird dann das Internet sehr extensiv benutzt und irgendwas runtergeladen und installiert. Gut, dann sollte man natürlich, also eigentlich muss man es nicht noch konfigurieren, das funktioniert dann schon out of the box. Es gibt aber ein paar Dinge, da sollte man sich vorher schon Gedanken drüber machen. Man steuert die Konfiguration über die Datei settings.js. Jetzt ist dort in der ersten Liste oben mal die Suchreihenfolge dieser Setting.js beim Start von Node-RED mal aufgelistet. Also zuerst kann man natürlich einen Kommandozeilenparameter übergeben. Wenn man es nicht gemacht hat, dann wird im Home. Jetzt ist mein Ton weg. Jetzt ist er wieder da. Okay. Wenn das nicht über Kommandozeile übergeben wird, dann wird im Home-Verzeichnis des Users gesucht, ob es ein Verzeichnis .node-red gibt und dort drin die settings.js ist. Oder im Installationsverzeichnis von node-red kann man auch die settings.js editieren. Was kann man so konfigurieren? Also so ziemlich alles. Die Standard-settings.js ist relativ gut kommentiert. Oder man kann natürlich auch das Manual lesen. Gut, den ersten Anstrich wird man vielleicht nicht unbedingt konfigurieren, das Port, mit dem man dann Node-RED aufruft, aber vielleicht schon Verzeichnisse. Also ich habe zum Beispiel eine Applikation, es ist eine Web-Applikation, wo man dann so ein paar Icons braucht, werde ich vielleicht nachher auch zeigen, das Ding. Und da sollte man dann schon irgendwo konfigurieren, wo findet er diese Icons und so eine Geschichten. Und was ganz wichtig ist, Sicherheitseinstellungen. Also im Standard, wenn man dann die Entwicklungsumgebung von Node-RED aufmacht, wird kein Passwort abgefragt, kein User abgefragt und man kann da alles machen. Und das ist vielleicht so die erste Einstellung, die man machen sollte, einen User und ein Passwort festlegen. Ansonsten, wie gesagt, manuell, man kann da ganz, ganz viel machen. Gut, Node-RED starten. Und dann sind wir, glaube ich, auch schon so durch das Handwerk durch. Per Kommandozeile, klar. Also im Normalfall nistet sich Node-RED irgendwo bei User Local Bin ein. Und ich glaube, Node-RED, das ist irgendein Shell-Skript, wenn mich nicht alles täuscht, wo zuerst Node hochgefahren wird und dann Node-RED. Oder man kann es natürlich auch als Dienst machen. Es ist auf dem Rechner zum Beispiel, habe ich das so konfiguriert, dass ich habe ein Systemd auf meinem Rechner. Ich habe da eine ganz gute Anleitung gefunden. Hier ist mal der Link dazu. Gut, sind wir fertig, so sieht's aus. Gut, schauen wir uns das mal live an. Also wie gesagt, jetzt kommen hier ganz, ganz viele Folien. Ich versuche es jetzt mal ein bisschen live zu zeigen, das ist vielleicht ein bisschen anschaulicher und da kann man auch dann live ein paar Fragen gleich stellen. Gut, also man startet die Entwicklungsumgebung mit, hier ist jetzt ein Node-RED drauf, deswegen Localhost. Und mit dem Port 1880, sieht man das da oben? Also da nicht? Da auch nicht, aber okay. Also Localhost, Port 1880. Und wenn man das startet, ich habe jetzt meine Sicherheitseinstellungen schon gemacht. Ich habe einen User und ein Passwort festgelegt. Wenn mir das Passwort einfällt. Und dann sieht das so aus. Gut. Es ist so eine Dreiteilung und auf der linken Seite sieht man die ganzen Nodes. Ich klappe es erstmal zu. Und ja, okay, sieht man die Nodes, komme ich gleich noch dazu. In der Mitte, das ist ja dann im Prinzip die Programmierfläche. Also ich habe hier schon ein paar Flows mal, also man nennt das Ding dann Flows, was man da in der Mitte zusammenstellt, schon mal gehabt. Also da, das ist im Prinzip die Programmieroberfläche. Also da legt man die Nodes ab, dort verbindet man sie. Zeige ich dann auch gleich, wie das alles geht. Und auf der rechten Seite
Gibt es denn, je nachdem, was man installiert hat oder noch nachinstalliert hat, ein paar Informationen. Also eine Lasche, das zeige ich dann auch gleich, ist ganz wichtig. Da gibt es dann auch, wenn der Entwickler das nutzt, das dann auch vernünftig gepflegt hat, dann Informationen, Input, Output, was das Ding macht und so weiter, was man dann alles mitmachen kann. Dann gibt es eine Lasche, die Bug-Informationen. Was das auf sich hat, zeige ich dann auch gleich. Und ich habe zum Beispiel noch ein Paket zu Node-RED installiert, ein Dashboard. Und hier kann man im Prinzip dann dieses Dashboard, diese einzelnen Elemente, die man dann auf der Web-Oberfläche anzeigen kann, sortieren, konfigurieren, wie groß sie sein sollen, in welchem Rahmen sie sind, auf welcher Webseite und also auf welcher Unterseite und so fort. Das sieht man dann nachher auch gleich nochmal. Was das hier ist, da kann man noch ein bisschen einstellen. Ich habe Light, glaube ich, eingestellt. Ja, okay. Gut. Kommen wir mal zu den Nodes. Also die typische Verarbeitung oder das typische Programmieren ist ja, man hat eine Eingabe, man verarbeitet irgendwas und man hat eine Ausgabe. Also das ist ja so das Grundparadigma eines Programmierers. Ich habe irgendwo Daten, ich verarbeite die und gebe die irgendwo anders wieder hin. Und dementsprechend gibt es hier natürlich Input-Nodes, also von wo man Daten bekommt oder bekommen kann. Hier sind jetzt so die standardmäßigen Input-Nodes mal aufgelistet. Das Inject, das benutzen wir jetzt auch gleich. Das ist dann, wenn man nichts hat, also keine Peripherie dran hat oder irgend sowas. MQTT, gleich mal Werbung für den Vortrag von morgen. Ich mache morgen noch einen MQTT-Vortrag. Man kann auch MQTT-Nachrichten verarbeiten. Ja, und dann HTTP, was gibt's noch so alles? WebSocket, TCP, UDP. Wenn man sich zum Beispiel auch Pakete für ein Raspberry installiert, das kann ich vielleicht gleich mal zeigen, wo das ist. Management Palette, ne? Install, und dann kann man hier so ein bisschen suchen. Hier sieht man dann übrigens auch die Zahl, wenn man die erkennt, 1589 Pakete würde er jetzt durchsuchen. Und wenn ich jetzt hier Raspberry eingebe, dann findet man hier so auch so ein paar Nodes, die man für ein Raspberry benutzen kann. Also hier zum Beispiel, was habe ich gerade gesehen? Die PioPort zum Beispiel abfragen. Oder dann gibt es auch ganz spezielle Nodes, wenn man bestimmte Sensoren da dran hat. Hier zum Beispiel ein BME 280 oder was auch immer. Also das können auch alles Input-Nodes sein. Ne? Also von dort kriegt man irgendwelche Daten und kann die dann weiterverarbeiten. Also das wäre jetzt so die Seite, wo man da was nachinstallieren kann. Also man wählt das Ding dann sich aus, sagt Install, mache ich jetzt nicht, dann fragt er noch, möchtest du wirklich und so weiter und so fort. Okay. Gut. Input-Nodes, da war mal stehen geblieben, habe gerade überlegt. TCP, UDP, also alles, was man so denkt, haben zu müssen, gibt es eigentlich. Also man wird eigentlich zu ziemlich allem fündig. Gut, da muss man irgendwie verarbeiten. Gibt es so eine Funktions-Nodes? Die wichtigste ist da oben gleich, da kann man nämlich JavaScript-Code hinterlegen. Zeige ich dann nachher auch gleich, wie das geht. Ja, ansonsten jetzt vielleicht mal doch die Hilfe. Also wenn man einfach mal, ich gehe mal auf die Function-Node, die verstehe ich wenigstens als Programmierer, weil ich da Code hinterlegen kann, kommt so eine Kurzhilfe. Und wenn man hier raufklickt und auf Info geht, kriegt man hier die Langhilfe zur Function-Node zum Beispiel. Ja, also da steht eben halt, man kann JavaScript hinterlegen, machen und tun und Input ist das und Output ist das und so weiter und so fort. Verarbeitung, okay. Das sind jetzt ganz, ganz viele Nodes. Da kann man sich auch noch x90 Zeugs hinterher installieren. Es gibt dann auch so eine Geschichten wie zum Beispiel für die Programmierer jetzt eine Switch-Anweisung oder ein Case oder sowas. Da oben das Switch, das macht dann wirklich was. Aus einem Eingang kann man mehrere Ausgänge generieren nach bestimmten Fällen. Man kann HTML, man kann JSON, das benutze ich auch relativ häufig. Man kann JSON-Skript,
Strings in JavaScript Arrays umwandeln, das wäre zum Beispiel dieses Node, und XML dann ähnlich und so weiter und so fort. Gut, und dann muss man also auch irgendwie nochmal ausgeben. Gibt es also logischerweise auch Ausgabenodes. Das ist jetzt auch nur eine ganz kleine Palette, weil ich nicht allzu viel auf dem Rechner jetzt installiert habe. Das Debug-Node, das werden wir jetzt nachher dann auch bei der Demo ein bisschen benutzen. Ist relativ wichtig, wenn man dann so ein Flow mal schreibt und guckt, was an welcher Stelle rauskommt. Ja, und dann auch wieder MQTT-Ausgang. Wenn wir es schaffen, dann können wir es gleich nochmal probieren. Und WebSocket TCP. Und natürlich, wenn man Raspberry-Nodes installiert hat, auch wieder Ausgänge, um irgendwelche Ports zu schalten. Da wir jetzt aber gerade nochmal beim Raspberry sind, ich habe den Vortrag schon mal bei uns intern bei der Braluk gehalten, da war dann irgendwo das Verständnis irgendwo weg, als ich dann sagte, Eingänge von einem Raspberry und Ausgänge auf dem Raspberry. Das setzt natürlich voraus, dass Node-RED auf diesem Raspberry läuft. Ja, das ist jedem klar, das ist jedem verständlich. Ne? Also ich kann da nicht irgendwo einen Server haben und dann erwarten, dass ich dann irgendwie irgendein Raspberry im Netz oder irgendein anderes Hardware-Gerät damit steuern kann. Also das muss dann natürlich schon auf diesem Gerät laufen. Ja. Okay, Fragen bis hierher? Gut, ansonsten gibt es natürlich noch ganz, ganz viel anderes Zeug. Man kann E-Mails schicken, man kann Twitter-Nachrichten schicken, wenn man unbedingt möchte und die Welt damit beglücken möchte, wie warm es im Wohnzimmer ist, keine Ahnung. Man kann auch Datenbanken ansprechen. Also es gibt auch Nodes, um zum Beispiel Postgres-Datenbanken, SQLite-Datenbanken, MySQL oder MarinaDB-Datenbanken anzusprechen. Also sprich dort Daten per Insert oder reinzupumpen oder eben auch Daten wieder rauszulesen. Ja, keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade noch alles installiert habe, weiß ich gar nicht. Ja, exec kann man zum Beispiel auch ein Programm auf dem Rechner dann ausführen, zum Beispiel. Ja, und dann ist hier dieses berühmte Dashboard, da kommen wir vielleicht, wenn wir nachher noch Zeit haben, speziell dazu. Damit kann man im Prinzip sich eine Web-Oberfläche aufbauen. Okay, was habe ich jetzt alles vergessen? Aufruf habe ich, Dreiteilung habe ich, Nodetypen habe ich, Nodes nachinstallieren habe ich euch gezeigt, wo man es machen kann. Also das verbirgt sich hier in diesem Menü, Manage Palette. Hilfe zu Nodes haben wir auch. Gut, gucken wir mal, was mein Vortrag sagt. Jo. Ich habe ja vorhin gesagt, dieser Datenfluss ist irgendwie normalisiert. Sprich also, es gibt, da es ja JavaScript ist, es gibt dann so gewisse Eigenschaften in diesen Nodes, die überall einheitlich sind. Ja. Und in dem Fall, jetzt fangen wir mal einfach an, eins zusammen zu klicken. Wir nehmen mal so ein Inject-Objekt und nehmen uns so ein Debug-Objekt. Also geht ganz einfach. Ich habe es jetzt nur angeklickt, rübergezogen, fallen lassen. Ne? Und verbinden wir es einfach mal zusammen. Jetzt ist der Datenfluss geschlossen sozusagen. Jetzt gucken wir nochmal, was wir hier gerade ausgeben. Ein Timestamp würden wir ausgeben. Ich setze nochmal den Topic. Und wir geben auch den Namen noch. Okay, halt. Dann. Und jetzt ist ganz wichtig, man muss es übersetzen. Deswegen gibt es hier oben diesen roten Button, Deploy. Man drückt darauf, wenn man keinen Fehler gemacht hat und alles passt, dann ist es übersetzt. Die Meldung, die jetzt gerade kommt, kommt von einem Flow, der im Hintergrund schon mitläuft. Und der wird, wenn das Node-RED einmal neu übersetzt hat, wird gleich einmal so ein Inject gemacht. Aber man kann es ja jetzt erstmal wieder löschen. So, und wenn ich jetzt hier auf diesen Zeitstempel drücke, dann kommt da der Unix-Zeitstempel. Das ist, und zwar, der generiert gerade, er schreibt in den Payload. Ach so, deswegen machen wir es ja überhaupt. Entschuldigung. So, machen wir nochmal. Na, ach so, was habe ich vergessen? Übersetzen. So,
ich zeige jetzt gerade mit diesem Debug-Node alle Informationen an, die über diesen vom Datenfluss her aus diesem Inject-Node kommen. Und da sieht man jetzt, das Ding hat drei Eigenschaften. Einmal so eine Message-ID, ist im Normalfall für einen Normalsterblichen uninteressant. Die ist übrigens eindeutig. Also jedes Mal, wenn eine Message generiert wird, dann ändert sich auch im Prinzip die Message-ID. So, aber was viel wichtiger ist, es gibt einen Topic und es gibt einen Payload. Den Payload habe ich hier dadurch gesetzt, dass ich hier was reingeschrieben habe. Und den Topic habe ich dadurch gesetzt, dass ich da was reingeschrieben habe, und zwar Timestamp. Und der Payload, das ist jetzt hier der Unix-Timestamp, dieses Inject-Node bietet einfach die Möglichkeit, gib mal einen Timestamp aus, oder ich kann auch was anderes machen. Man könnte jetzt auch einen String, irgendeine Nummer oder einen JSON-String oder was auch immer erzeugen und dann weiterschicken. Also das heißt, ich will jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen, jedes Input-Node, aber so ziemlich jedes Input-Node hat einen, oder jedes Node eigentlich schon, kann was mit einem Topic anfangen und kann was mit einem Payload anfangen. Und das ist das, was ich eingangs auch gesagt habe, das ist so diese Normalisierung. Man muss sich da keinen Kopf drüber mehr machen, ob es jetzt aus einer seriellen Schnittstelle kommt oder aus einem von einem Sensor oder was auch immer. Das Agreement heißt, der Wert steht im Payload und ja, von mir aus die Nummer des Sensors steht im Topic. So ungefähr. Und darauf kann man sich eigentlich so ziemlich verlassen, beziehungsweise man sollte eben halt mal in der Beschreibung gucken, was da so rüberkommt. Aber Topic und Payload gibt es auf jeden Fall. Es gibt natürlich auch Nodes, die geben noch was anderes aus. Ich habe jetzt hier mal das MQTT-Node noch mit reingenommen und sage jetzt einfach mal, er soll eine MQTT-Nachricht von Local losnehmen. Also hier läuft auch gerade noch ein MQTT-Server auf dem Rechner. Und er soll auf den Topic Hallo hören. Also was ich jetzt mache, und keiner, und wenn das keiner jetzt versteht, morgen 14 Uhr gibt es einen Vortrag zu MQTT. Er soll jetzt auf den Topic Hallo hören. Hallo Slash. Quality of Service ist uninteressant. Und dann und übersetzen. Das Grüne heißt, er hat sich jetzt schon mit dem Server verbunden, aber er kriegt jetzt natürlich keine Nachricht. Die müssen wir hier mal schnell erzeugen. Beziehungsweise, ich habe ja schon was, genau. Hat jeder gesehen, was passiert ist? Ich mache es nochmal weg. Also ich schicke jetzt, wie gesagt, Erklärung kommt morgen in den Vortrag. Ich schicke jetzt mit einem MQTT-Client eine Nachricht zu dem Server, der hier drauf installiert ist. Und die Nachricht hat den Topic Hallo Slash und der Payload dieser Message. Also lustigerweise sagt man übrigens bei MQTT auch Topic und Payload, heißt jetzt Hallo Froscon. So, und wenn ich das Ding jetzt hier losschicke, passieren zwei Dinge. Ich überlege gerade, warum kommt der jetzt eigentlich so komisch? Was ist das hier? Naja, okay, gut. Ja, keine Ahnung, warum jetzt Hallo Froscon so. Ach so, ja, ich habe im Hintergrund nochmal das Gleiche laufen. Entschuldigung. In irgendeinem anderen Flow. Jetzt fällt es mir wieder ein. In dem Flow mache ich genau das Gleiche und der hört auch auf Hallo. Und es war jetzt verwundert, warum dieses hier kommt. ich wollte nämlich eigentlich nur den hier zeigen. Da sieht man eben zum Beispiel, dass dieses Hallo, dieses MQTT-Node noch ein paar mehr Eigenschaften hat. Also er schickt neben dem Topic und dem Topic und dem Payload zum Beispiel auch noch Quality of Service mit. Was das ist, erzähle ich morgen. Genauso wie das Retain Flag und so eine Geschichten. Ja, bei dem ersten steht ein Underline. Das sieht man schlecht. Nee, beim zweiten steht ein Underline, Entschuldigung. Sieht man es jetzt besser? Ja. Ist so. Das Node hat es so implementiert. Ich könnte mir auch ein paar Dinge
vorstellen, wozu man nochmal den Ursprungstopic zum Beispiel braucht. Und weil man kann natürlich zum Beispiel in einem Function-Node, was man jetzt dazwischen schaltet, das werden wir jetzt auch gleich machen, Payload und Topic jederzeit manipulieren, also verarbeiten. Ja? Und deswegen ist es vielleicht auch mal sinnvoll, bei so einer Geschichte auch nochmal den Ursprungstopic zu haben oder was auch immer. Genau. In dem Fall auch noch von dem Knoten. Nee, das ist auch noch von dem Knoten. Aber ich könnte jetzt auf die Idee kommen, den Topic an sich zu manipulieren. Ja, ich brauche jetzt nur MSG. Ja, MSG heißen die, sieht man hier übrigens, so heißen die Objekte, Message. Ja. Punkt Topic ist jetzt gleich frostcon/ zum Beispiel. Dann hätte ich den ja manipuliert. Ja. Gut, ja, manipulieren wir nochmal so ein Ding. Ich habe jetzt die Arbeit leicht gemacht. Ich habe mir schon mal so einen Subflow angelegt. Man kann auch Subflows in Node-RED anlegen. Das bedeutet, man klickt sich da so einen Flow schon mal zusammen, vielleicht möglichst allgemeingültig, und kann den dann jederzeit wieder verwenden. Also wie so ein Unterprogramm zum Beispiel, ja. Ich habe es jetzt in dem Fall schon mal gemacht, hätte ich jetzt nicht machen müssen. Wo ist er? Nee, muss ich hier doppelt draufklicken. Dieser Subflow besteht lustigerweise jetzt zurzeit oder sinnvoller oder unsinnvollerweise nur aus einem einzigen Node, und zwar aus einem Function-Node. Und da ist ein Dreizeiler drin, der im Prinzip aus dem Unix-Timestamp ein lesbares Format macht. Ja? Also sieht man hier im Prinzip msg.payload, da steht ja die Unix-Time drin vom Inject. Manipulieren wir jetzt, rechnen wir so mal auf Datum, und dann sage ich, Payload ist jetzt now, und damit habe ich im Prinzip Payload schon manipuliert. Und dann schicke ich es einfach weiter. So, wenn ich das jetzt mache, geht übrigens ganz einfach, man bindet das dann so ein hier so, so. Und so, fertig. Also, finde ich schon lustig. So, man übersetzt es. Machen wir mal leer hier. Und jetzt mache ich nochmal ein Inject. Und dann sieht man jetzt hier unten, das ist hier der zweite. Aus dem Timestamp hat er jetzt was Lesbares gemacht. Ja, also das wäre jetzt sowas Typisches für die Verarbeitung. Ja. Gut. Ja. Ja. Genau, also ich war jetzt so frei gewesen, ich habe jetzt die Verbindung hier nicht gekappt. Also folglich schickt er natürlich auch den originalen Timestamp, also das originale Datum vom Inject los, schickt es per Debug raus, und dann gleichzeitig geht es auch nochmal über dieses Function-Node, und der schickt es natürlich auch noch raus. Und wenn ich jetzt hier nochmal eine Nachricht hier schicke, dann macht er das genau das Gleiche hier. Also gibt das dann auch einfach aus. Man kann jetzt natürlich zu Debug-Zwecken, kann man jetzt natürlich auch sagen, ich nehme den mal weg hier, ich nehme einfach noch ein zweites Debug-Node. So. Da kann ich vielleicht noch eine Geschichte zeigen, das ist nämlich ganz interessant. So, wenn man nämlich jetzt, also kommen jetzt logischerweise wieder zwei Meldungen, aber von unterschiedlichen Debug-Nodes. Und das Interessante ist übrigens, wenn man jetzt hier so rauf geht, dann sagt er auch, der da hat es jetzt gerade ausgegeben. Das ist der hier. Der hier wurde durch den ausgegeben, und der da wurde durch den anderen ausgegeben. Gut. Das hatte ich mir noch so lustiges aufgeschrieben, Zeitstempel, bla. Okay, dann können wir ja nochmal eine MQTT-Message rausgeben. Also es gibt auch ein Output-MQTT. Wie habe ich den genannt? Achso, Breuer, alles gut. Selber mal erst überlegen, okay. Zeit.
Okay. Übersetzen. Jetzt müssen wir natürlich Erklärung, was ich jetzt hier mache. Wie gesagt, morgen 14 Uhr. Zeit habe ich es genannt, ja. Ich abonniere jetzt den Topic Zeit und gebe mir dazu was aus. Das heißt jetzt also, wenn ich jetzt hier rauf drücke, kommen erstmal die ganzen normalen Ausgaben und eben halt wurde jetzt per MQTT zum Server nochmal dieser String geschickt. Okay, also so einfach geht das. Ich habe jetzt leider keine Hardware da, wollte die auch nicht mitnehmen, wo man jetzt vielleicht auch wirklich, keine Ahnung, Plus und Eins, Null und Eins irgendwie hardwaremäßig verarbeitet oder irgendwelche Messwerte. Aber ich denke mal, das Prinzip ist klar, man hat irgendwo Inputdaten, die normalisiert sind und verarbeitet die einfach weiter. Gibt es erstmal an der Stelle Fragen? Eine Frage dort. Warte. 1-2. Geht's jetzt? Ja, dann erklär und ich wiederhole. Ganz einfach, wenn du so ein Flow stehen machst, kannst du es irgendwie exportieren, sodass du ein anderes Node-Red importieren kannst? Ja. Wollte ich ganz zum Schluss zeigen, aber okay. Man kann das hier alles markieren. Man kann sagen Export ins Clipboard. Und dann ist es da. So, und das, also das ist in JSON, genau, das ist in JSON hinterlegt und das kann man sich abspeichern und in einen anderen Flow oder in ein anderes Node-RED oder was auch immer wieder rein importieren. Genau über die gleiche Geschichte zum Beispiel auch über das Clipboard. Ja, wollte ich zum Schluss erzählen, aber ist okay, die Frage passt jetzt in dem Sinne auch schon mal ganz gut. Vielleicht noch ein Hinweis, die aktuellen Flows, so wie sie in der Node-RED-Umgebung sind, die werden auch auf einem Verzeichnis abgelegt, ich glaube, das ist das Home-Verzeichnis des Users, wo man, wenn man dann mal so ein Ding sich da kaputt gemacht hat, das mir schon ein, zwei Mal passiert hat, wo man nochmal eine vorhergehende Version sich wieder zurückholen kann und das Zeug ist im Prinzip auch nur JSON, was dort drin steht. Okay, noch eine Frage? Bis zu dem Zeitpunkt, ja, dort. Wie man einen Subflow machen kann. Oh, ich habe es eine Stunde vor, bevor ich hierher gekommen bin, nochmal schnell zusammengeklickt. Ob ich es jetzt nochmal zusammenkriege. Wir können ja mal gucken, ob wir hier raus einen Subflow kriegen, obwohl das ja total schwachsinnig ist. Also man markiert sich alles. Und sagt Subflow, Create Subflow, Selection to Subflow und dann hat man den. Und da ist jetzt hoffentlich alles drin. Nö, das habe ich alles kaputt gemacht. Also so ungefähr irgendwie. Also man klickt sich das Ding zusammen. Ich zeige aber jetzt nochmal den dann hier. Man klickt sich das Ding zusammen. Definiert, aber muss natürlich auch noch die Inputs und die Outputs definieren. Das macht man da oben mit den beiden Eingabeelementen dort um Inputs, Outputs. Also man muss sagen, wie viel Inputs, wie viel Outputs, verbindet die noch miteinander, packt die in diese Library dort rein oder in dieses, mit diesem Menüpunkt dort und dann erscheinen die hier oben. Gibt vielleicht noch einen sinnvollen Namen und dann ist okay. Ich bring's jetzt nicht nochmal zusammen. Ich habe, wie gesagt, vor einer Stunde habe ich sie gemacht für das Ding. Ja. Noch eine Frage war da? Im Export. Ich würde gerne das, was ich da exportiere, in ein Versionskontrollsystem übernehmen und habe festgestellt, das Ganze verhält sich da sehr widerspenstig, weil bei so einem Export, selbst wenn man die Code-Formatierung anwählt, selbst kleine Änderungen führen dazu, dass die resultierende JSON-Datei komplett anders aussieht und die mangelnde Trennung zwischen GUI und Logik. Da werden also ja auch die Koordinaten, die diese Nodes auf deiner Benutzeroberfläche haben, mitgespeichert, führen dazu, dass es da die Dateien sich stark voneinander unterscheiden, ja, und man Änderungen nur sehr schlecht nachvollziehen kann. Gibt es da eine Lösung für? Habe ich auch gelesen.
Habe ich, aber ich muss dazu sagen, ich habe das Zeug noch nicht in irgendein Kontrollsystem reingepumpt. Ja, weiß ich nicht, ob es da jetzt schon eine Lösung gibt. Also, aber die Probleme an sich habe ich auch gelesen. Also, wenn man es in Git oder in SVN irgend sowas reinpumpt, dass dann ein bisschen diese Formatierung ein bisschen so passiert, dass man das dann vielleicht nicht mehr einlesen kann. Also, ich war noch etwas erschüttert, dass in der heutigen Zeit jemand so ein System aufsetzt, dass das so wenig berücksichtigt. Zumal es ja eigentlich nur String sind. Ich schon, also das kommt ja noch dazu, das ist ja nicht mal Binärzeug, das ist ja eigentlich nur String. Also ich fand es auch ein bisschen komisch, aber wie gesagt, ich mache es normalerweise nicht. Und also ich habe mir zum Beispiel diesen Vortrag, diese Flows, die ich jetzt hier so alle noch im Hintergrund habe, die habe ich mir zum Beispiel ins Dateisystem gelegt. Falls jetzt hier irgendwas kaputt geht, dass ich sie nochmal rein importieren kann. Aber jetzt in ein Versionssystem habe ich das Zeug noch nicht reingepumpt. Okay. Ja? Und zwar bin ich bei den Funktionen auf JavaScript angewiesen oder kann ich da auch andere Programmiersprachen benutzen? Perl, Bash oder irgendwas? Du könntest zum Beispiel. Erstmal guck erstmal in den Notes nach, die man noch so nachinstallieren kann. Also mir war irgendwie so, als wenn ich da irgendwas mit Python zum Beispiel gelesen habe, dass man Python-Code da reinknallen kann und dann funktioniert das auch. Aber du kannst ja zum Beispiel auch, wo war's? Das Exec hatte ich vorhin gehabt. Also man kann ja auch zum Beispiel Code ausführen auf der Kommandozeile und sich das Ergebnis dann wieder reinholen, wahrscheinlich in den Payload. Aber ja, einfach mal in den Notes gucken, die man nachinstallieren kann. Wir können ja mal schnell gucken, bevor wir dann noch eine Geschichte machen. Ich nehme jetzt mal Python. Nee, wie wird Python? Doch, da so. Ja, definiert eine Funktion in Python und bla und zum Beispiel da oben. Also würde vielleicht gehen, ja. Gut, ich hätte jetzt noch ein zweites Beispiel, was wir aufbauen, aber das in Anbetracht der Lage der Zeit machen wir es mal ein bisschen anders. Ich habe es selbstverständlich schon vorbereitet. Und zwar, wir machen es anders. Das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir, das. Das hätten wir jetzt live aufgebaut, wenn wir Zeit hätten. Das ist im Prinzip jetzt eine Web-Oberflächenausgabe. Ein Fenster davon, aber das zeige ich jetzt einfach mal dann fertig. Das ist mit dieser Erweiterung Dashboard geschrieben worden. Und so, wenn man diese Erweiterung Dashboard installiert hat, dann hat man noch, kann man noch, sollte man noch eine zweite URL aufrufen, und zwar genauso wieder localhost port 1800 und dann /UI. Und dann kriegt man im Prinzip, das Beispiel habe ich gar nicht mal bei, aber dann bleiben wir gleich mal hier. Dann kriegt man im Prinzip die Ausgaben von diesen Dashboard-Nodes. Wir bleiben hier. Das ist jetzt zum Beispiel so eine Anwendung, die ich auch unter Node-RED geschrieben habe und die aber eben halt zum Beispiel von Yahoo, ist keine Werbung jetzt, sondern einfach, da gibt es JSON zurück, wenn man die Wetterdaten anfordert. Wenn ich jetzt hier auf diesen Button drücke, beziehungsweise wenn ich das erste Mal das Node-RED starte, dann holt er sich die Daten als JSON-String. Das wird irgendwie auseinandergefummelt und in zwei Bereiche des Browsers ausgegeben. Einmal in diesem linken Bereich, wo ein bisschen Text da steht, das aktuelle Wetter und dann eben den Forecast. Und mal gucken. Ja gut, passiert jetzt gerade nichts, weil wir gerade gestartet haben. Und wenn man sich das jetzt anguckt, sieht es ungefähr so aus. Sieht man da was? Kann ich noch ein bisschen größer machen? So, also man sieht da oben irgendwie, es gibt einmal einen Trigger. Der Trigger ist dafür zuständig, dass es beim ersten Mal starten geholt wird. Der HTTP-Request hier, also ein HTTP-Request gestartet wird, beziehungsweise stündlich.
Also der ist auch so konfiguriert, dass er zyklisch auch noch weiter einen Inject macht und stündlich auch nochmal das Ding dann anstößt. Ja, und dann wird das JSON-Zeug in ein JavaScript-Array umgewandelt. Ich habe es jetzt hier in dem Fall noch ein bisschen kompliziert gemacht. Ich switche das Zeug dann noch und mache und tue. Aber eigentlich, so kompliziert ist es gar nicht. Also wenn man das jetzt programmieren müsste, wäre es bei Weitem komplizierter. Man muss sich einfach wirklich nur mal 3, 4, 5 Minuten hinlegen auch vielleicht und überlegen, wie könnte das aussehen? Datenflussprogrammierung, alles ein Datenfluss, also der Fluss der Dinge. Und dann klickt man das Ding zusammen. Wenn irgendwas nicht passt, dann hat man ja dieses Debug-Dingens da und macht da sein Ding. Also das wäre zum Beispiel so eine Anwendung. Jetzt müsste die Zeit da vielleicht unten. Haben wir heute überhaupt den 25. August? Ja, ne? Ja. Ja, passt schon. Das ist übrigens das Wetter von meiner Heimatstadt Brandenburg. Ja. Ist gerade 20 Grad, na gut, okay. So, oder eine zweite Geschichte. Ich habe zu Hause ganz, ganz viele Computer und hauptsächlich Raspberries, die irgendwo verteilt sind in meinem Haus oder im Schuppen oder hast du nicht gesehen, wo man äußerst schwer hinkommt. Und ich habe keinen Bock zu gucken, ob die immer da sind. Und dann habe ich mir da irgendwie mal so eine Node-RED-Anwendung geschrieben, wo sie dann alle 5 Minuten mal ein Lebenszeichen von sich geben und dann hier sich anzeigen. So, und das können wir jetzt mal ausprobieren. Ich habe dazu ein C-Programm geschrieben. Das nennt sich sysinfo2mqtt. Ich glaube, ich muss den Host angeben. Das sammelt jetzt im Prinzip ein paar Informationen von diesem einen Rechner hier und schickt das per MQTT in einem JSON-Format zu Node-RED. Ja, verständlich? Und dort wird es dann in Form einer Tabelle zum Beispiel dann angezeigt. Also dann sieht man hier, okay, der Rechner heißt hier so wie der Hersteller. Die Nachricht kam jetzt gerade. Er hat gerade eine Uptime von 4 Stunden. Ach so, ja, ich habe ihn heute früh angeschaltet oder heute Vormittag. Ja, da sind die 3 Load-Werte, RAM-Free, Swap und wie viele Prozesse gerade drauf laufen. So, ich habe jetzt gesagt, ich habe ja noch ein paar mehr Rechner. Kann ich jetzt schlecht, die sind ja nicht da, aber man kann simulieren. Wo war's? Computers, da sind sie. Also der Flow sieht so aus. Man muss sich jetzt diese Injects mal wegdenken, aber so sieht er aus. Also relativ einfach. Der empfängt eine MQTT-Nachricht, was das Plus bedeutet, erzähle ich auch morgen. Er kriegt einen JSON-String, packt das in ein Array, formatiert dieses Array noch ein bisschen um, muss sich auch noch ein paar Zwischenwerte merken, weil das wird ja immer wieder aktualisiert und so weiter. Und gibt es dann letztendlich, macht noch ein bisschen HTML-Formatierung mit CSS-Zeugs. So, da. Und gibt es dann im Prinzip in einer Tabelle aus. So sieht das im Prinzip aus. Also das ist eigentlich kein Hexenwerk. So, und ich habe jetzt natürlich die anderen Rechner simuliert. Ich kann jetzt hier überall mal raufklicken. Und dann müsste jetzt zum Beispiel ein zweiter Rechner erschienen sein. Das ist mein Raspberry Zero W. Und klicken wir jetzt die anderen durch. Und dann sind sie alle da. Also man muss sich jetzt vorstellen, die senden alle 5 Minuten so ein Dings da, rufen dieses sysinfo2mqtt auf und dann erscheinen die da. Und das wird auch immer wieder hier aktualisiert, dann live. Ja. Fragen? Vielleicht noch ein paar Hinweise für Programmierer. Also Export-Import hat man gerade gehabt, schon zwischendurch. Sapslos hatte ich auch kurz angerissen, ohne dass ich jetzt das rekonstruieren kann, was ich vor 1,5 Stunden gemacht habe. Aber was vielleicht ganz wichtig ist, wenn man programmiert. Also wichtig ist, es gibt ein Function Node, wo man JavaScript hinterlegen kann und wo man da mit JavaScript-Code das Zeug befüllen kann. Wer von euch programmiert, weiß, Variablenreichweiten. Also es ist ja, die Nodes sind erstmal reentrant. Also das heißt, der kriegt eine Nachricht und weiß nicht, was vorher passiert ist. Ja, also er kriegt eine Nachricht, macht was,
schickt das Zeug weiter. Und er weil bei der nächsten Nachricht weiß er nicht, was er inhaltlich bei der vorhergehenden Nachricht zum Beispiel bekommen hat. Das nennt man Reentrant. Und ab und zu braucht man das ja doch mal, dass er weiß, was vorher passiert hat, also was passiert ist. Zum Beispiel bei dieser Computerübersicht, wenn ich jetzt jede Message immer eine neue Zeile machen würde, dann würde da Tuxedo 5-mal dann stehen nach 10 Minuten und so weiter. Und deswegen sollte man sich schon merken, was man zum Beispiel bekommen hat. Also das meine ich jetzt damit mit Variablen, also Zwischenspeichern von Werten. Und das kann man einmal notweit machen, einmal flowweit und einmal notredweit. Also notweit heißt, in dem Not ist die Variable immer da. Dafür gibt es bestimmte Methoden, und zwar context-set und context-get. Und hat dann im Prinzip in diesem Not die Daten, kann die zwischenspeichern. Flowweit heißt dann logischerweise im Flow oder notredweit. Notred weiter, also für die ganze Installation von Notred. Okay. Ja, das ist hier zum Beispiel nochmal eine Anwendung. Ich betreibe zu Hause auch so eine Wetterstation irgendwie mit komischen Sensoren, historisch gewachsen. Das sind dann so eine Oberflächen, die ich da draus gebaut habe. Das wäre zum Beispiel die aktuelle Temperatur, aktuelle Luftfeuchtigkeit und aktueller Luftdruck mit der Tendenz. Also da gibt es eben halt auch so schicke Elemente. Also der blubbert dann übrigens hier richtig schön, wenn da ein neuer Wert reinläuft. Blubbert er da irgendwie hoch oder hier so ein Gauge. Oder eben, man kann auch Charts machen, also Diagramme, auch mit mehreren Linien und allem drum und dran. Gut, ich bin jetzt eigentlich durch im Schnelldurchlauf. Wir sind in der Zeit, wir haben vielleicht noch ein, zwei Fragen Zeit. Okay. Kann man das abfüllen, dass du sagst, okay, du hast jetzt gezeigt, Anwendungsoberfläche, ja. Anwendungsoberfläche, das ist was, okay. Anwendung ist fertig, Anwendungsoberfläche ist komplett abgeschaltet. Okay. Also die Frage war, ich habe die Frage erwartet, ja. Die Frage war, kann man also irgendwie kapseln und vielleicht ohne eine Notred-Umgebung laufen lassen? Ja, geht. Ich weiß bloß nicht wie. Ich habe es noch nicht gemacht, wollte ich jetzt damit sagen. Aber ich weiß, dass es geht. Ich habe zu meinem Vortrag, den ich vor 2-3 Monaten zum gleichen Thema mal gehalten habe, kurz bevor ich dann da rausgegangen bin, hatte ich noch ein bisschen rumgezurft auf notred.org. Das ist übrigens die Internetadresse, die Homepage von Notred. Und da habe ich dann gelesen, in den neueren Releases gibt es jetzt auch nochmal eine Node.js-Umgebung, mit der man Notred Flows ablaufen kann. Also man spricht, also wenn man einen Webserver hat, auf dem auch Node.js läuft, dann installiert man sich dieses Package, dieses Node-Package extra für diesen, keine Ahnung, wie sich das jetzt nennt, einfach mal nachlesen. Aber man kann eine Node-RED, einen Flow wirklich exportieren und in eine Node-RED-freie Umgebung laufen lassen. Ja, genau, es ist so eine Art Runtime. Wie es jetzt genau geht, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass es geht und ist vielleicht auch ganz sinnvoll. Genau, jetzt war hier noch eine Frage. Ja, eine Frage zur Performance. Ja, also die Frage war nach der Performance. Wie schnell Node-RED ist oder wie performant Node-RED ist. Ich hab mal eine Applikation geschrieben, das war ein Chart gewesen mit mehreren Linien und ein paar tausend Messpunkten, die ich in einer Chart darstellen wollte. Und da habe ich dann mein Raspberry Pi zum 100% Auslastung gebracht und mussten dann abschießen. Also bei dem Rechner ist es jetzt ein Kunststück. Also das ist ein relativ starker Rechner. Also da den an die Grenzen zu bringen, sollte schon sehr schwierig. Aber wenn man dann eben halt so ein Zeug auf dem Raspberry Pi laufen lässt, sollte man schon überlegen, was man da implementiert und wie performant das sein muss oder wie viel Daten man auch verarbeitet. Man kann zum Beispiel auch Endlosschleifen sich bauen hier drin. Ne? Also Datenfluss, dann wieder Eingang, Ausgang und dann hat man eine Endlosschleife. Keine Ahnung, könnt ihr ja mal ausprobieren, wie hoch das Ding dann geht. Gut, noch eine Frage? Ja.
Die GUI-Elemente, die du gezeigt hast, da so mit diesem Zeiger und die Wettervorhersage und solche Sachen, sind die auch Teil von dem Paket oder pipest du dann in ein JavaScript, das du irgendwo anders hast, die Daten dann von hier aus rein oder sind die Teil vom Node-RED-Paket? Also die sind von diesem Paket Dashboard, also Node-RED Contrib Dashboard. Man kann aber auch eigene JavaScript-Elemente da rein basteln. Funktioniert. Ich habe es noch nicht gemacht. Ich hätte letztens mal eine Anwendung gehabt, da habe ich mal ein bisschen rumexperimentiert, bin aber nicht zu dem Ergebnis gekommen, was ich wollte. Letztendlich packt man das in ein Template-Node. Es gibt unter Node-RED ein Template-Node, wo gab es noch eins? Bei Function-Template, da muss man das Zeug reinpacken. Also Angular zum Beispiel habe ich gesehen, dass man da so eine Elemente dort reinpacken kann. Und das funktioniert, ja. Okay. Dann doch noch eine Frage. Okay. Dein nettes Beispiel mit der PC-Überwachung, liegt das auf GitHub irgendwo? Oder planst du es dahin zu tun? Sysinfo to MQTT, das liegt auf GitHub, ja. Meine GitHub-Name ist Börge42, also GitHub, bla bla bla, Börge42. Und da gibt es auch ein Repository, wo man den Quelltext, das ist ein C-Programm für Sysinfo to MQTT, findet. Ich hatte, und das werde ich vielleicht auch noch machen jetzt im Nachhinein, ich werde mal diese ganzen Beispiele hier, die etwas komplizierteren Beispiele, ins Clipboard importieren und die JSON-Strings, die daraus resultieren, einfach hinten an den Vortrag mit ranhängen und dann auch nochmal zur FrostCon in die Programmübersicht nochmal reinladen. Also das, was man jetzt zurzeit in der Programmübersicht findet, ist ohne dem. Aber ich habe mir überlegt, das werde ich nochmal machen, dass man vielleicht mal so ein paar Anhaltspunkte hat, wie man sowas aufbaut und das werde ich dann nochmal damit ranhängen. Okay. Gut. Dann bedanke ich mich.